Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich möchte mich diese Woche ein bisschen konzentrieren auf die Snacks am Nachmittag, also sprich die Nachmittagsroutine, wenn ich nach Hause komme vom Job oder wenn mein Job im Homeoffice zu Ende ist und die Kinder nach Hause kommen, hungrig sind und aber der nächste Termin oder Sport oder sonst irgendwie Verabredung direkt wieder ansteht und ich dazwischen irgendwie den Moment abpassen muss, was Nettes anzubieten zum Essen. Ich weiß, ihr habt in der Community schon ganz viel auch selber Ideen bereitgehalten. Das hatte ich mal abgefragt auf Instagram und da kamen super viele Ideen, fand ich auch richtig gut. Ist halt nicht immer alles für jeden so umsetzbar. Deshalb mache ich mir jetzt heute mal Gedanken, was ich in dieser Woche anbieten kann an Snacks. Und gestern habe ich schon ein bisschen Meal Prep gemacht. Ich habe gestern einfach meine bewährten Sachen nochmal rausgeholt, also sprich in meinem Handy habe ich ja auf Chefkoch so eine eigene persönliche Hauptgerichteliste, wo ich einfach so ein paar Rezepte abgespeichert habe, die ich immer wieder raushole. Und da habe ich mir ein Rezept ausgesucht und dann noch von der Lieblings 2, auf Instagram findet ihr sie, die hat auch noch ein Rezeptbuch gemacht und davon die Pizzawaffeln finde ich super. Und das waren jetzt zwei Rezepte, da wusste ich, das funktioniert für mich und habe da einfach ein bisschen Freestyle vorbereitet an Mahlzeiten. Einmal so herzhafte Muffins mit ein bisschen Brokkoli, den ich flott aufgetaut habe und ein paar Erbsen. Und einfach, ja, so ein herzhafter Käseteig ist das, den kann man gut einfrieren. Also bei Erbsen und Brokkoli weiß ich, das lässt sich gut einfrieren und wieder auftauen, das ist kein Problem. Und das habe ich einfach zubereitet und vorbereitet, genauso wie die Pizzawaffeln. Die habe ich dann an dem Abend auch gleich als Abendessen gegeben und habe mir dann aber so ein paar Waffeln mit dem Mini-Waffeleisen noch ausgebacken. Die kann ich halt ganz gut einfrieren und werde mir jetzt einfach mal aufschreiben, was ich in den nächsten Tagen so anstehen habe und welche Snacks ich diese Woche so anbieten könnte. Und dann schauen wir mal im Laufe des Videos, ob das auch alles so smooth läuft oder was ich für Erfahrungen euch mitgeben kann. Es ist Montag, ungefähr 14 Uhr und ja, die Küche sieht so aus, weil ich heute Morgen vor der Arbeit noch schnell ein paar Scones gebacken habe. Die zeige ich euch mal ganz kurz. Das habe ich einfach über Chefkoch rausgefunden, weil ich so ein paar Zutaten vermengen wollte, loswerden wollte und habe einfach mit Joghurt und Butter und Mehl so Scones gebacken und eingefroren. Zwei davon warten jetzt hier noch als Nachmittagssnack für die Kinder. Da hinten wartet noch ein ganzer Bottich voller frisch gewaschener Wäsche. Die werde ich jetzt gleich auch noch irgendwann oder später am Nachmittag noch wegfalten. Jetzt kommt die Sonne raus. Und den Boden hatte ich mir heute noch vorgenommen. Also es gibt immer so ein paar Haushaltsaufgaben. Das habe ich ja schon mal in meinem Putzplan-Video euch erklärt. Und heute möchte ich gerne den Boden wischen, weil ich den Rest der Woche da nicht mehr so viel Zeit für habe. Ich zeige euch gleich, wie ich den Kindern noch den Snack serviere. Und ob ich meine Haushaltsaufgaben heute auch geschafft habe an diesem Nachmittag. Nachmittagsroutine am Montagmorgen geht es weiter.
Ich habe jetzt noch oben die Wäsche, da wird mir hoffentlich mein Mann nachher noch helfen und eine Maschine Wäsche, die ich aus der Maschine raushole. Gewischt habe ich fertig, da brauche ich jetzt nur noch aufs Knöpfchen drücken, dann macht er sich selber sauber und dann muss ich das einmal ausspülen, fertig. Und dann geht es über zur Abendroutine und heute Abend machen wir Laugenbrötchen und Laugenstange zum Abendessen und eine leckere Brotzeit. So, jetzt ist Dienstag 20 vor 4 und ich bin aus dem Büro nach Hause gekommen und habe zwei hungrige Kinder zu Hause und die brauchen dringend was zu essen. Diese Woche bin ich eher so ein bisschen dabei vorzuproduzieren. Das heißt, ich bin ja gerade, wie ihr sehen konntet, dabei hier so Pancakes zu machen. Ich habe mich entschieden, die zwei Eulen Bananen, die ich noch hatte, zu verwerten und den restlichen Joghurt, den ich hatte, zu verwerten. Und daraus habe ich dann einfach über Chefkoch auch wieder so ein Rezept gefunden. Üblicherweise bin ich aber hier nicht so drauf, dass ich nach Hause komme von der Arbeit und sofort backe und koche und alles für die Kinder mache, sondern normalerweise kriege ich auch erstmal ein bisschen eine Pausenzeit. Aber diese Woche gestaltet sich das etwas anders, weil morgen ist St. Martin hier vom Kindergarten aus und Sportprogramm und Donnerstag ist Sportprogramm. Da ist also einiges los, deshalb backe ich die jetzt aus und werde auch einige davon einfrieren auf Vorrat für die kommenden Wochen oder auch für die Brotdosen. Und dann am Freitag möchte ich ganz gerne bei uns an die Essener Tafel zwei so Geschenkepakete für Kinder abgeben oder spenden. Und das kann ich euch auch empfehlen. Schaut mal, ob eure Tafel bei euch im Ort auch Weihnachtsgeschenke als Spenden annimmt. Und das werde ich gleich noch zu Ende machen, genauso wie Badezimmer putzen. Das ist meine Aufgabe für heute. Also backen, Geschenk einpacken und Badezimmer putzen ist meine Routine heute. Mittlerweile haben wir 20 nach 5 und ich habe jetzt die Pancakes hier in so eine Glasschale gelegt. Die werden jetzt eingefroren. Zwei habe ich mir noch zurückgehalten. Da werde ich jetzt gleich quasi zwei Pancakes schon mal so ausdrücken für morgen früh für die Brotdose. Ja, ich mag so Spielereien einfach. Mein Badezimmer ist geputzt. Das heißt, ich habe jetzt gestern den Boden und heute das Badezimmer geputzt, sodass ich den Rest der Woche mit Haushalt eigentlich nur noch die Wäsche habe. Und Staub putzen würde ich auch ganz gerne noch. Mal gucken, ob ich das schaffe. Unser Esstisch sieht noch ganz schön verwüstet aus. Den muss ich gleich auch mal aufräumen und zusammenräumen. Aber hier werden natürlich auch noch Hausaufgaben gemacht und Lego-Teile zusammengebaut, während ich das Badezimmer geputzt habe. Aber das ist schon okay. Also das lief ganz gut ab heute Nachmittag. Man muss auch mal die positiven Seiten sehen, ne? Genau, und jetzt gehen wir über in die Abendroutine. Jetzt werde ich gleich Abendessen machen und dann sehen wir uns morgen Nachmittag wieder.
und Homeoffice ist vorbei für heute. Wir haben jetzt 14.30 Uhr und ich bin jetzt noch schnell dabei, das Baguette für heute Abend vorzubereiten. Und ich glaube, da könnt ihr es sehen, habe ich schon Suppe, die gerade noch auftaut fürs Abendessen. Genau, weil heute ist so ein bisschen Sportprogramm und St. Martin, das heißt, es sind so zwei parallel laufende Termine und ich habe nicht viel Zeit, da noch irgendwie was vorzubereiten. Und genau, damit das einfach nett in den Abend hineinläuft und wir nach St. Martin alle gemütlich bei Suppe und Baguette zusammenkommen können, habe ich gedacht, ich taue das jetzt schon auf und den Teig habe ich im Brotbackautomaten vorbereiten lassen. Den brauche ich jetzt nur noch in Form bringen und den dann gleich kurz bevor es zum Sport geht einmal auf Losbacken stellen. Genau, und jetzt als Snack für den Nachmittag mache ich jetzt gleich noch so ein bisschen Obst mit Joghurt zusammengemischt und so eine Art kleinen Obstteller für jedes Kind. Damit die Vitamine auch nicht zu kurz kommen. Das ist, glaube ich, gerade im Moment in dieser Jahreszeit echt extrem wichtig, dass die Kinder da gut auf einem schönen Level ihre Vitaminchen bekommen. Genau, und das bereite ich jetzt vor, bevor ich die beiden abhole. Und dann geht das alles so Schlag auf Schlag. Haushalt mache ich heute nicht, beziehungsweise ich werde jetzt über den Nachmittag noch einmal kurz ein bisschen Kissenhüllen durchwaschen und also Kopfkissenhüllen. Aber das läuft so nebenbei, da muss ich mich nicht großartig drum kümmern. Und die Wäsche von, was war es, Montag oder so, hatte mein Mann ja weggefaltet. Das hat also auch gut geklappt. Und somit, wenn ich gleich nochmal 10 Minuten Zeit habe, würde ich, glaube ich, nochmal eine Runde Staub wischen. Ansonsten mache ich mir gleich mal einen Kaffee und setze mich mal 5 Minuten hin. Yeah. Stelle. Mein Mann konnte das Baguette nicht aus dem Backofen holen, er hat nämlich immer noch ein Telefonmeeting, aber ich war so clever und habe den Backofen noch vorher ausgeschaltet, habe dann einfach das Türchen ein bisschen aufgelassen, sodass das Brot noch zu Ende garen sozusagen. Und es ist gut geworden. So, die Marie ist jetzt beim Sport und ich gehe jetzt gleich zum St. Martin. Ach ja, und auch Realitätscheck, der leckere Obstsalat ist relativ unangerührt, aber den werde ich mir jetzt gleich noch reinzwiebeln. So, heute ist Donnerstag und wir haben 14:45 in etwa. Hier im Toaster habe ich gerade zwei Bananen-Pancakes, die hatte ich ja eingefroren und die taue ich jetzt einfach auf nach Bedarf. Außerdem habe ich gestern Abend noch ein bisschen Grießbrei aufgekocht und direkt schon in so kleine Formen rein portioniert, sodass ich die heute nur noch mit ein bisschen Apfelmus rausholen brauchte. Heute steht nicht viel auf dem Plan, ich versuche gleich mal ein bisschen Staub zu wischen und dann geht es heute Nachmittag noch für den Karl zum Sport. Ansonsten steht nicht viel auf dem Programm. Hausaufgaben sind, glaube ich, alle erledigt und ja, ein Freundebuch müssen wir noch ausfüllen. Das sind so die Kleinigkeiten. Kaffee spare ich mir, glaube ich, heute, weil ich eben im Büro schon einen hatte und das reicht mir erstmal.
So, jetzt ist es ungefähr eine Stunde später. Wir haben jetzt 4:15 und ich habe jetzt soweit alles erledigt, was ich schaffen wollte. Ich habe ein bisschen das Abendessen vorbereitet, ich habe ein bisschen Staub geputzt und ein bisschen noch Wäsche sortiert. Ich habe die Kinder mit Essen versorgt. Jetzt geht es zum Sport, Sportklamotten rausgelegt und ja, so dass der Abend eigentlich ablaufen kann. Und dann schauen wir mal, dass wir die Kinder gesund und friedlich heute Abend ins Bett bringen. Ich glaube, dann sind alle ordentlich müde. An der Stelle an euch die Frage, wie macht ihr das, wenn ihr abends noch Sport oder Hobbys von den Kindern habt? Bereitet ihr das Abendessen dann schon vorher vor? Taut ihr irgendwas auf? Wärmt ihr was auf? Oder macht ihr spontan, wie euch die Schnauze steht? Schreibt mir gerne hier einen Kommentar unter das Video, damit alle davon profitieren können. Und ich hoffe, unser Abend läuft jetzt noch friedlich ab und dann sehen wir uns morgen zur Freitagsnachmittagsroutine wieder. Es ist geschafft, es ist Freitag. Wir haben jetzt 2:30. Ich werde gleich die Kinder abholen. Und den Vormittag über habe ich an diesem Video hier gearbeitet und war fleißig. Und jetzt steht die Nachmittagsroutine an. Am Freitag für gewöhnlich mache ich nicht mehr wahnsinnig viel. Also ich werde jetzt hier gleich einmal noch staubsaugen und ordentlich gucken, dass ich die Krümel unterm Tisch entfernen kann, dass alles ein bisschen krümelfrei ist für den Abend und den Nachmittag. Dann werde ich die Brotdosen der Kinder noch einmal befüllen, denn heute Nachmittag wollen wir ja direkt die Pakete wegbringen an die Essener Tafel, die Geschenkpakete. Und damit die Kinder gar nicht auf die Idee kommen, irgendwas Süßes kaufen zu wollen oder irgendwo an einer Tankstelle anhalten zu müssen oder dass wir irgendwo eine Bäckerei halten müssen, habe ich gedacht, ich packe direkt vorne ab die Brotdosen mit ein paar Leckereien, ein paar schönen Sachen drin, den Kindern direkt was Leckeres anbieten, sodass sie dann auch da im Auto futtern können, auf dem Weg dahin und zurück. Und ja, ansonsten steht heute nicht mehr viel auf dem Programm, vielleicht noch ein bisschen Fernsehen gucken. Die Wäsche werde ich jetzt erstmal liegen lassen, da kann ich mich morgen noch drum kümmern. Und heute Nachmittag werde ich mir auf jeden Fall noch einen schönen Tee gönnen und mir ein bisschen was gemütlich machen. Mit den Kindern gemeinsam vielleicht noch eine Partie Schach spielen oder sowas, mal sehen, worauf wir Lust haben, und dann ist die Woche erledigt. Ich bin gespannt auf eure Kommentare, wie ihr eure Nachmittagsroutine gestaltet, und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, tschüss!